angefangen, aber wir bleiben nicht dabei stehen. Wenn Sie Provokation wollen, dann müssen wir die Frage beantworten, wie wir das spirituelle Loch ausfüllen, das die Deportation von Kulturgütern hinterlassen hat. Können Sie sich mal vorstellen, dass Leute in ihrer Entwicklung von ihr abgebrochen worden sind? Man hat ihre kulturelle Spiritualität einfach weggenommen, also durch die Strukturen, die diese Spiritualität verkörperten, und dann als Fetische oder Zeichen oder Trophäen des Heidentums irgendwo hierher gebracht, und über 100 Jahre hinweg sind sie abgeschnitten worden von dieser Spiritualität und müssen jetzt über die fremde Spiritualität ihre eigene Welt wahrnehmen. Können Sie sich in diese Situation hineinversetzen? Also, das Loch ist da, und deshalb nutzen wir diese Gelegenheit aus, um nochmal die Verbindung mit der Vergangenheit zu initiieren. Gott sei Dank ist nicht alles verloren gegangen. Man kann noch Sachen erreichen. Aber dass wir nicht nur das Christentum haben, oder den Islam, aber auch dazu noch die traditionelle Spiritualität wiederentdecken, die ja vorher da war, bevor die Araber kamen, aber auch bevor die Europäer mit dem Christentum kamen. Ich glaube, darum geht es. Und wenn wir jetzt von den Kunstgegenständen gesprochen haben, was macht man mit den Bodenressourcen, Fauna, Flora, die auch gerade durch den gleichen Weg nach Europa kamen? Also, Sie provozieren, wir können auch provozieren. Wie kämpfen wir gegen die kolonialen mentalen Bilder, die immer noch unsere Gegenwart prägen, zum Beispiel Rassismus? Wie pflegen wir ein Gedächtnis jenseits der Amnesie, Zorn und Verklärung? Ich glaube, wir brauchen eine Ethik, die wir beide, Afrikaner und Deutsche, auf eine Dialogbereitschaft bringen, auf einen Dialog auf Augenhöhe, auf Ehrlichkeit, Verzeihung, aber auch Anerkennung der Wechselseitigkeit unserer Beziehungen. In diesen Beziehungen, betone ich, gibt es keinen, der nur gibt und den anderen, der nur empfängt, sondern beide Partner geben und empfangen. Das ist Fakt. Reue, Arroganz und Rache, Wut hilft uns nicht bei der Gestaltung dieser neuen postkolonialen Beziehungen. Wir brauchen strategische bzw. therapeutische Erinnerung, eine Diplomatie der Versöhnung für einen nachhaltigen Frieden und eine nachhaltige Entwicklung.